Wenn man gegen den Busch läuft. Keep out. Was ist da? Ich denke, es ist eine schlechte Idee, jetzt genau das zu machen. Das Lied gefällt mir. Mal wieder. Was ist hier? Vielleicht sollten wir das am nächsten Tag machen. Sie müssen auf sich aufpassen. Da draußen ist es gefährlich. Das haben wir gemerkt, Victor. Danke. Das sollten Sie. Ich habe Ihr Leben gerettet, also fühle ich mich irgendwie für Sie verantwortlich. Das ist sehr nett, Victor. Dankeschön. Ich mag Sie. Habe ich das schon erwähnt? Nein, das hast du noch nicht. Dankeschön. Wir sehen uns, Heißsporn. Nächste Halbzeit. Ja, nein, ich bin tot. Oh, scheiße. Das erste Mal gestorben. Okay. Also nicht dorthin am Abend zumindest. Was sind jetzt? Wie weit sind wir jetzt? Aufgaben. Ach so, die Waffe. Nein. Da gehen wir jetzt nicht mehr hin. Aber auf die Karte könnten wir einmal gucken. Schule. Awesome Good Springs, Doc Mitchell. Wo könnte denn der Friedhof sein? Die Tür scheint aufzugehen. Damen und Herren, oh mein Gott. Mr. New Vegas. Und Sie sehen gerade ganz besonders wunderbar aus. Nun, Sie wissen ja, was das heißt, meine Lieben. Zeit für ein paar Meldungen. Das Radiosignal vom Black Mountain kann nach langer Zeit wieder empfangen werden. Hörer nennen das neue Programm eher was für Durchgeknallte. Nicht, ich mag die Musik. Flüchtlinge in Bitter Springs lieferten erschreckende Beschreibungen eines Legaten namens Lanius, der Caesars oberster Offizier sein soll. Einer schilderte, wie der Legat den Kommandanten eines Trupps, dessen Leistung nicht seinen Erwartungen entsprach, vor versammelten Truppen totschlug. Was? Dann befahl der Legat 9/10 seiner eigenen Truppe, das restliche 1/10 zu töten. Und sie dachten, ihr Chef sei ein Fiesling. Das waren unsere Top-Themen. Im nächsten Song geht es um einen Mann, der nach außen kalt ist, aber tief drinnen ist er ein guter Mensch. Sein Name? Johnny Guitar. Johnny Guitar, aha. Dann haben wir gar nicht mit Victor geredet. Das sollten wir schnell nachholen, denke ich. Und dann nachspeichern. Victor, hi! Howdy, Partner! Sie sehen richtig gut. Ja.
Wir machen es allein schnell. Entschuldigung, Viktor. Vielen herzlichen Dank. Where are we now? Johnny Guitar. Oh, wir können schlafen. Fantastisch. Entschuldigung, Entschuldigung. Dann schlafen wir mal eine Runde, würde ich sagen. 6 Stunden. Wie cool ist das denn? Ich hoffe, dann ist es gleich wieder Tag. Aua. Oh, es speichert auch. Fantastisch. Es ist mitten in der Nacht. Blitzt da. Was ist das? Ach, ja, okay. Ich hab's verstanden. Vom Saloon. Ja, nein. Ein Bügeleisen werden wir dringend brauchen. Nein. Willkommen zurück zur Mr. New Vegas Show. Der okay, es nimmt noch auf. Meiner geschätzten Meinung nach bestaussehenden Publikum. Dankeschön, sehr nett. Ich habe Neuigkeiten für Sie. Ein nahe Good Springs mit das hier ausgeraubt? Aufgefundener Paketkurier hat angeblich das Bewusstsein zurückerlangt und ist wieder vollkommen wohlauf. Meinen Sie nicht? Na, das ist mal ein Kurierdienst, auf den man sich verlassen kann. Des Weiteren, nach einer Revolte in der RJVA brauchen wir nicht. Befindet diese sich in der Hand der Sträflinge. Einheimische sollten jeden meiden, der nach Knastbruder aussieht. Tun wir nicht. Und das war's auch schon. Hier spricht Mr. New Vegas. Möge das Glück Ihr Fall und schmutziges Wasser. Es folgen gleich weitere Klassiker. Bananenfrucht. Das ist nicht, was wir suchen. Hey, bist du wach? Jetzt auf jeden Fall. Ach, Sie sind's. Doc Mitchell hat sie wieder zusammengeflickt, richtig? Ja. Hätte nicht gedacht, dass sie sein Haus je wieder verlassen. Ich habe jede Menge Vorräte zu verkaufen. Auch Waffenmodifikationen und Spezialmunition. Da ist jeder Kronkorken gut angelegt, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie etwas knapp bei Kasse sind, kann ich außerdem Überschussmunition anbieten. Nichts Großartiges, aber für den Preis ganz in Ordnung. Danke, Chat. Das ist der etwas Anführer über die Kerle. War ein New Vegas-Typ, ein richtiger Stadtkerl. Moment. Hat einige Großkarne im Schlepptau. Ich muss wahrscheinlich etwas leiser machen. Der Anführer war ein New Vegas-Typ, ein richtiger Stadtkerl. Er hatte einige Großkarne im Schlepptau, Leibwächter vermutlich. Da sie Gegner der RNK sind, bleiben die Großkarne üblicherweise in ihrem eigenen Territorium, oben im Nordwesten. Aha. Was haben Sie denn im Angebot? Vielleicht die Frucht, die ich brauche. Das sieht extrem schlecht aus. Was in Arizona, Ranger wouldn't be too long.
sind alles Waffen. Halbmetall, Arzttasche. Oh, eine Arzttasche. Mir gefällt das Lied. Man sieht mich gerade leider nicht schunkeln dazu. Hackerball, Harmonika, eine Harmonika! Wir müssen oben gucken, was wir brauchen und wo wir es finden. Ja, schon wieder die Glück-auf-Bananenfrucht. Ja, keine Hektik, wir wissen es. Xanderwurzel und Brockblume. Keine Ahnung, wo wir das finden sollen. Ich weiß nicht, wo der Friedhof sein soll. Ist da oben? Ach nö! Lass mich in Ruhe! Seh dich. Fuck. Stirb doch endlich. Nein. Mensch, geht der mir auf den Sack. Meine Beine sind verkrüppelt, was? Ja, aber das ist minimal. Ja! Was war das? Oh mein Gott, was war das? Oh. Oh mein Gott! Mitten in der Nacht gärtnern sie? Cherry Bomb. Wenn Sie Vorräte brauchen, dann kann Chat beim Gemischtwarenladen Ihnen helfen. Cool, Kaktus. Ja, dann geh ich zu Chat. Er soll mich heilen, bitte. War das hier oben? Ich denke ja. Bitte. Ja, das sieht gut aus. Chat? Ach, Chat. Nein. Mitchell. Mitchell? Mitchell. Hallo? Ich bräuchte mal Hilfe. Hilfe. Ach nee, das war Putzmittel. Das brauche ich nicht. Da bist du ja. Willkommen zurück. Hatte nicht so schnell mit einem Wiedersehen gerechnet. Was kann ich für Sie tun? Heilen Sie mich. Scheint nichts Ernstes zu sein. Ich flicke sie wieder zusammen. Vielen Dank. Haben wir denn so viel? Okay. Stillhalten.
weiß nicht mal, ob wir so viel haben. Aber vielen Dank. Danke. Wo kriegen wir jetzt diese verdammte Blume her? Es ist immer noch dunkel, willst du mich doch. Aber es wird langsam hell. Ja. Mein Name ist Mr. Oh, du erschreckst mich jedes Mal. Meine Stimme schürt das Feuer ihrer Leidenschaft. Natürlich. Schon fast wieder Zeit für ein paar Nachrichten. Aber nur fast. Die Revolte in der RNKJVA befindet diese sich in der Hand der Sträflinge. Einheimische sollten jeden meiden, der nach Knastbruder aussieht. Ja. Weiter hiermit. Caesars Legion baut ihre Stellung in Nelson weiter aus. Dies bleibt ein Grund ständiger Besorgnis für Camp Fallen Hope und die nahe Ortschaft Novak. Das waren die Nachrichten. Hier spricht Mr. New Vegas. Vertretung für Mr. New Vegas. Oh, Patronen können wir stehlen. Geht es um einen Mann, der nach außen kalt ist, aber tief drinnen ist er ein guter Mensch. Sein Name? Aufbereitetes Wasser. Ein Staubsauger? Ja klar, den klauen wir. Wunderkleber. Ich glaube, ich gehe mal eben ganz kurz... Für kleine Mädchen. So,